Topfgucker TV empfiehlt. Die Zutaten für die Spreewälder Soße sind zum einen die gewürfelten Zwiebeln. Das ist die einzige Zutat, die gewürfelt ist, weil die in der Soße nicht besonders auffallen müssen. Alle anderen Zutaten sind in Julienne oder Streifen geschnitten. Da haben wir einmal den Sellerie, dann haben wir Möhrenstreifen, dann haben wir Streifen von der Gewürzgurke aus dem Spreewald. Dann haben wir hier den Meerrettich, ganz wichtig, der gehört auf jeden Fall da rein. Das ist auch eine ganz typische Zutat hier in der Region. Dann haben wir die Lauchstreifen. Und zum Anbinden habe ich mir hier noch ein wenig Mehlbutter vorbereitet. Und natürlich das Zanderfilet. Los geht's mit der Spreewälder Soße für unseren Zander. Machen wir das Gas an. Dann kommt Pflanzenöl oder Rapsöl besser gesagt in den Topf. Ist schon relativ heiß, der Topf war warm. Die Zwiebeln werden farblos oder glasig angeschwitzt, weil wir eine helle Soße kochen wollen. Wenn das soweit ist, kurz mit Weißwein ablöschen. Dann lassen wir den Weißwein einkochen und geben als erstes Möhren und Sellerie dazu. Das kann alles auch kurz angeschwitzt werden. Möhren und Sellerie als erstes, weil das sind die härtesten und festesten Zutaten, die brauchen am meisten Zeit. Durch das Anschwitzen entstehen nochmal zusätzlich Röststoffe. Auch wenn es nur leicht oder farblos angeschwitzt wird, kommt dadurch noch mehr Aroma zustande und die Soße schmeckt letztendlich leckerer. So, Möhren und Sellerie sind angeschwitzt. Jetzt geben wir noch den Lauch dazu. Lauchstreifen hinein. Auch nochmal kurz Hitze geben, bevor dann die Flüssigkeit dazu kommt und alles aufkochen muss. So, alles einmal angeschwitzt, bevor jetzt diese Gemüsestreifen anfangen Farbe zu nehmen, kommt Flüssigkeit dazu. Da haben wir einmal Gemüsebrühe, dann haben wir von den Gewürzgurken etwas Fond, Schlagsahne. Der Meerrettich kann hinzu und natürlich gehört auch Salz mit in die Soße. Wir lassen jetzt alles aufkochen, rühren dabei um und geben dann als letztes die Gewürzgurken hinzu und schmecken die Soße ab und binden. So, währenddessen die Soße jetzt langsam heiß wird, können wir schon mal den Zander zubereiten. So. Beim Fisch sagt man ja, säubern, säuern, salzen. Gesäubert ist er, der Fisch ist filetiert, die Gräten sind alle raus. Jetzt kriegt er ein bisschen Zitrone für den Geschmack. Kriegt er sein Salz. Und wird meliert. Den Zander braten wir natur, sodass der Geschmack möglichst unverfälscht ist. Goldgelb, die Haut braten wir kross. So mögen ihn die meisten am liebsten und so passt er am besten zu der Spreewaldsoße. Den medlierten Zander in die Pfanne. Und währenddessen fängt unsere Soße an zu kochen. Und gleich als erstes werden wir sie binden mit der Mehlbutter, weil das Mehl muss möglichst ein paar Minuten kochen, damit der Mehlgeschmack nicht zu sehr herauskommt. Ein bisschen Bindung gibt es durch die Sahne. Wir helfen aber mit der Mehlbutter noch nach, damit es nachher eine schöne soßige Konsistenz gibt. Die Mehlbutter macht man aus geschmolzener Butter und Mehl. Die beiden Zutaten werden einfach miteinander verrührt oder verknetet. Man nimmt auf ein Teil Butter ungefähr ein Teil Mehl und bekommt dann so eine Konsistenz heraus. Nicht zu fest, dann lässt sich es leichter verrühren. Und wenn dann die Soße gebunden ist, die richtige Konsistenz hat, lässt man alles auf kleiner Flamme 2-3 Minuten köcheln, hat dann noch abzuschmecken. Da schauen wir dann, ob
genug Salz dran ist und mache noch eine Prise Zucker hinzu, um alles abzurunden. Und dann wäre die Soße soweit fertig. So, der Zander ist jetzt auf der Hautseite angebraten. Knusprig und goldgelb. Jetzt lassen wir ihn noch langsam auf der zweiten Seite weitergaren. Und unsere Spreewaldsoße hat jetzt 5 Minuten geköchelt. Zeit für die Gewürzgurken. Und fürs Abschmecken. Ein bisschen Salz hatten wir ja schon dran. Man fängt ja lieber immer mit ein bisschen weniger Salz an. Besser als andersrum. Jetzt machen wir noch ein kleines bisschen Salz nach. Das war schon ganz gut so. Prise Zucker. Noch einmal umrühren, aufkochen lassen und dann wäre die Soße fertig. Zanderfilet ist auch fertig. Dann können wir das Gericht anrichten. So, als erstes die Spreewaldsoße auf den Teller als Soßenspiegel. Die Soße kommt unten runter, damit der Zander oben drauf knusprig bleibt. Außerdem sieht es schöner aus, wenn man den Fisch im Ganzen sieht. Zanderfilet und natürlich die Kartoffeln. Ein bisschen Petersilie dazu. So, das ist jetzt unser Zanderfilet, Spreewälder Art. Zanderfilet Natur gebraten mit einer würzigen Meerrettich-Wurzelgemüsesoße und Petersilienkartoffeln. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de